Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Galaxy. Und ich denke mal, jeder kennt Google Play Games, denn diese App ist eigentlich vorinstalliert auf jedem Android-Gerät. Und daher wollen wir uns heute mal genauer anschauen, was diese App denn so taugt und wofür wir sie überhaupt benötigen. Also wollen wir uns doch als erstes mal die App genauer anschauen, bevor ich gleich später auf die weitergehenden Funktionen eingehe und euch erkläre, wieso man das sich eigentlich holen sollte und was das eigentlich bringt. Erstmal haben wir sozusagen eine Bibliothek, da werden all unsere Spiele aufgeführt, die wir schon mal mit Google Play Games oder zu Deutsch Google Play Spiele verbunden haben. Und da sehen wir jetzt hier zum Beispiel, habe ich gerade The Lion's End gespielt oder Tail Drift. Das sind hier sozusagen die Spiele, die werden hier aufgeführt. Das ist aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wir können hier ins Menü gehen. Dann sehen wir einmal, mit welchem Account wir eingeloggt sind und ihr könnt mich da auch gerne adden, aber da komme ich dann noch später zu. Und dann sehen wir hier noch den Posteingang, man kann sich also auch Nachrichten schicken, aber das ist auch nicht das Feature, das Hauptfeature, sage ich mal. Und dann sieht man hier Spieler und da habe ich jetzt erst einen Spieler sozusagen hinzugefügt, das geht dann über Google Plus und zwar meine Freundin und die spielt halt gerne Crossy Road und ich auch und deswegen kann man sich dann über diese App sozusagen vergleichen. Wenn ich jetzt mal auf sie drauf gehe, sehen wir dann zum Beispiel, was sie so für Punkte generell schon gesammelt habt in ihrem Account. Also da gibt es so einen Google Play Spiele-Account dann, wo man sozusagen in jeder App solche Aufgaben meistern kann und dann dafür Punkte kriegt. Da steigt man dann im Level. Man sieht jetzt zum Beispiel, ich bin Level 11 und sie ist Level 8. Und da kann man halt immer sehr viele Punkte sammeln, je nachdem, wie viele Spiele man spielt und wie intensiv man die spielt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da hat man immer mal so eine kleine Quest zwischendurch, die man dann halt erfüllen kann. Und dann haben die Apps teilweise dann noch mehr Sinn. Und jetzt hier zum Beispiel könnten wir uns dann gleich bei Crossy Road uns anschauen, was sie dann halt für einen Highscore da hat. Da gehe ich dann gleich später nochmal genauer drauf ein. Das ist sozusagen ein Sinn von dieser App, dass man sich sozusagen vergleichen kann. Und da kann ich euch, wie ich nur nochmal dazu auffordern, mir zu folgen. Und dann kann ich euch auch zurückfolgen und dann könnt ihr mir auch teilweise hier mal eine Nachricht schicken und schauen, was ich so für Highscores bei den Apps habe und ich kann schauen, was ihr für Highscores habt. Das ist eigentlich ganz cool und wenn ihr mich da finden wollt, habt ihr gerade hier schon meinen Account gesehen. Ich heiße hier Julian von Own Galaxy und die E-Mail-Adresse ist owngalaxy, YT für YouTube, @gmail.com und das könnt ihr dann einfach hier in dem Tab Spieler untersuchen eingeben. Entweder gibt ihr dann hier Julian von Own Galaxy ein oder ihr sucht halt, wenn ihr mich darüber nicht findet, einfach nach der E-Mail-Adresse owngalaxyyt@gmail.com, wie ihr das hier auch gerade schon eingeblendet gesehen habt. Und dann stoßt ihr auf mich und dann könnt ihr mir folgen und dann seht ihr sozusagen immer, was ich für Highscores habt in den Apps. Und wenn ihr das in den Apps sehen wollt, können wir das Ganze auch einfach mal ausprobieren. Dann gehen wir hier einfach mal in Crossy Road rein und schauen uns das da an. Da gibt es nämlich immer zwei Button, die sozusagen uns mit Google Play Games verknüpfen. Jetzt der Ton so laut. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel in Crossy Road, haben wir hier ganz unten links, das ist bei jeder App verschieden, wo diese Button dann sozusagen vorkommen. Ihr habt jetzt hier schon gesehen, wir wurden gleich verbunden. Das ist immer automatisch, wenn man sich einmal verbunden hat. Und dann sehen wir hier zum Beispiel einmal das Menü sozusagen mit dem Vergleich der besten Liste. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, die Ina hat jetzt hier 340 Punkte erreicht bei dem Highscore und ich habe 250. Da kann man sich jetzt hier sozusagen vergleichen und wenn ich dann später sozusagen noch Leute von euch hinzugefügt habe, hat man hier halt eine große Rangliste, was ich cool finde und das ist natürlich auch immer nochmal ein Ansporn sozusagen noch besser als derjenige zu sein oder ihr könnt mich dann schlagen, das ist nochmal ein Ansporn und man kann hier natürlich auch noch umschalten dann sozusagen auf eine globale Liste, wer da der Beste ist, das geht hier auch, wenn man schauen will, aber die meisten davon werden sowieso gehackt haben, deswegen finde ich es eigentlich cooler, wenn man das sozusagen im kleinen Kreis so eine Bestenliste hat, das ist immer ganz nett. Und ansonsten haben wir, wie gesagt, noch einen anderen Button hier und das ist dann sozusagen der Button für die Achievements, also die Rekorde, die wir sozusagen machen können, mit denen wir dann halt XP bekommen und dann unser Level sozusagen aufwerten können, was ich ja gerade schon gesagt habe. Und hier seht ihr zum Beispiel Exhibitionist und das sind halt immer so kleine Aufgaben, die man hier halt machen kann in der App und wofür man dann halt Punkte bekommt. Das ist wie gesagt ganz nett und dafür ist eigentlich auch die App gut. Also das ist sozusagen der Sinn, dass man sich sozusagen mit anderen Leuten verbinden kann und die Highscores vergleichen kann. Aber es gibt auch noch einen weiteren Sinn und zwar kann man darüber auch den Spielstand sichern. Das heißt, das geht zum Beispiel bei Crossy Road, wenn ich jetzt das Spiel deinstalliere oder ein neues Handy bekomme, kann ich mich dann einfach wieder mit meinem Google Play Spiele Account hier anmelden und bekomme dann auch meinen alten Highscore wieder und zum Beispiel meine erspielten Karten
Charaktere, wie diese Kuh hier, würde ich dann alles wiederbekommen und könnte das dann wieder benutzen. Und das finde ich ist wirklich hilfreich, denn keiner hat Bock, das dann nochmal alles wieder neu zu erspielen. Und ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was also Google Play Games überhaupt so leisten kann und wofür das eigentlich gut ist. Und deswegen wollte ich dieses Video einfach mal machen, um euch das so zu zeigen. Und ja, ich hoffe, es war hilfreich für euch und ich freue mich natürlich nochmal darüber, wenn ihr mich addet. Also wie gesagt, entweder unter Julian von OwnGalaxy suchen oder halt nach owngalaxyyt@gmail.com. Und dann können wir uns ein bisschen vergleichen und so einen kleinen Wettbewerb sozusagen machen, wer der Beste ist. Ich spiele ja relativ viele Apps, aber meistens nicht so richtig intensiv, aber vielleicht habe ich dann nochmal einen Ansporn, da gegen euch zu bestehen. Und wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, hoffe nochmal, dass das Video hilfreich war. Ihr könnt natürlich auch noch in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Und ansonsten sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss! Was willst du mal vom Beruf her machen und wie machen Ostfriesen ihre Milch warm? Das war's jetzt von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich natürlich über euer Feedback in den Kommentaren und ansonsten habe ich noch eine Videoempfehlung für euch parat. Wie ihr gerade schon gesehen habt, meine ich damit das Frag Julian Video in der zweiten Ausgabe. Das ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut da doch mal vorbei und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.